nobler azurblauer Übermantel. Who is back with the Übermantel? Bangarang is back with the Übermantel. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei Bangarang Zockt Hogwarts Legacy. Wir sind gerade hier, waren gerade auf der Geisterparty. Hier hinten war die. Da oben. Sind die noch da? Hier oben war die Geisterparty. Das wird die Monster-Monster-Party. Eieieiei. Ne, sind alle weg oder was? Das ist ja ein bisschen wack. Na gut. Gut, wir sollen uns jetzt aber mit Richard Jackdaw treffen. Hallo, bitte sich in Ruhe um. Achso, der will mir was verkaufen. Kann ich dir Sachen verkaufen? Dieser Anzug. Die kann ich dir verkaufen. Sie haben einen guten Blick für Geschäftliches. Was ist für ein Pulli, Alter? Schieferfarbenes Gewand mit Pullover. Ja. Gut. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Das stimmt. Das kann wirklich niemand behaupten. So, wir wollen uns jetzt mit Richie treffen. Der will uns zeigen, in welcher Höhle er gestorben ist. Damit wir dort die Seiten finden, die er verloren hat und die uns eventuell weiterhelfen. Das ist alles ein bisschen kompliziert, deswegen machen wir erstmal hier die Schleifmaschine an. So. Ach, die Axt wird auch geschliffen. Ja gut, ist natürlich die Frage, wie viele Äxte. Ah, Katzenstreicheln. Die ist aber schön. Oh, guck mal, die sieht aus wie so ein kleiner Leopard. Bist du ein kleiner Leopard? Bist du gar keine Katze? Bist du etwa ein Kniesel? Nee, für einen Kniesel ist es so klein und die Kopfform ist zu katzig dafür. So. Wir müssen hier runter. Ich weiß gar nicht genau, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen zum verbotenen Wald. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen rennen. Running, running, running. So. Ist aber auch relativ viel los hier in Hogwarts nachts so, ne? Von der Soundkulisse klingt es echt, als wenn Tag wäre. In Hogsmeade. Oh! Ich war kurz abgelenkt von Hogwarts. Das war da hinten gerade am Horizont. Bei Nacht. Guck mal, wir gehen mal hier auf den Berg. Kommen wir hier nicht über die Mauer oder was? Guckt euch das an. Ist es nicht wundervoll? Krieg ich hier einen schönen... Guck mal hier, das ist ein schöner Thumbnail-Shot. Geil. So. Machen wir weiter. Hier ist eine Vogelscheuche. Die sich natürlich bewegt. Klar. Oh, was ist denn hier? Klo? Ein Locus? Ist tatsächlich ein Locus. Ich muss mal auf den Locus. Wasserspülung, ja. Naja, gut. Spielt ja nach der Zeit, nachdem sie ihre Fäkalien weggezaubert haben, ne? Das ist ja ein paar hundert Jahre vorher gewesen. Oh, was ist denn hier? Wölfe. Greifen die mich an? Bam! Ich weiß nicht, warum ich das tue. Die armen Straßengüter. Ich finde es ein bisschen weird, dass da Straßenköter so Gegner sind irgendwie. Ich weiß nicht. Dann nennst du doch wenigstens Wölfe. Straßenköter irgendwie, ich weiß auch nicht. Da bin ich mal ein bisschen leiser, das war, glaube ich, gerade sehr laut. So. Jetzt zu leise, ne? Jetzt hört ja kaum das Laufen. So. Okay. So, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Oh, ist das hier noch ein besserer Money-Shot? Müssen wir kurz eine Stelle finden. Na toll. Blöden Pflanzen. So. Können wir mal umdrehen? Okay, geil. So. Oh, hier ist ein Merlin-Rätsel. Ist hier ein Merlin-Rätsel? Hier ist doch ein Merlin-Rätsel.
Oh, welch angenehme Überraschung. Ha, angenehme Überraschung. So, was muss ich jetzt machen? Ich tippe mal auf Incendio. Incendio. Nee. Expelliarmus. Accio. Lumos. Also hier sind... Da sind so Dinger drin, ja. Reparieren? Reparieren und schweben. Repar. Leviose. Ach, warte mal. Hier ist das jetzt rum. Vielleicht muss ich hier erstmal Incendio machen. Incendio. Muss ich vielleicht noch einen anderen Zauber lernen. Aber was ist hier? Is that a Mondstein? Yes, there is a Mondstein. It's a Mondstein over there. And over there. And over there. Hier ist eine geheime Tür. Das ist ein Bogen. Vielleicht ist hier... Ja, ich weiß nicht. Die Merlin-Rätsel geben scheinbar erst Sinn, wenn ich... Ah. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Aber hier ist auf jeden Fall schon mal Flohpulver. Incendio. Okay. Rebellion. Hm. Interessant. Interessant. Gehen wir hier außen weiter. Denn hier irgendwo geht's zur Höhle. Blutrote Maske. Junge, was? Was? Ich bin doch kein Todesser. So. Ja, aber krass. Ja. Mhm. Ja, aber wir bleiben erscheinungstechnisch. Bleiben wir hier bei der coolen Sonnenbrille, ne? Mit so einer Maske rumrennen, weiß ich nicht. Obwohl es natürlich schön im Gryffindor-Rot ist. Der Gegner. Dunkle Straßenköter. Ja gut, wenn der da unten ist, soll er mich nicht stören, ne? Nur nicht, dass er mich angreift. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Das war gerade gruselig. Was war das? Bringen wir es hinter uns, ja? Ich habe viel zu tun. Hast du gar nicht? Du bist ein fucking Geist, Alter. Hier bin ich. Wie versprochen. Oh. Ah. Hallo. So sieht man sich wieder, Richard Jector. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Auf der Suche nach Abenteuern im verbotenen Wald. Wie es sich für Gryffindors gehört. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen.
Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Ja. Ich folge dir. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Okay. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Was ist das denn für ein geiler Ort? Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Mega. Am besten lasse ich dich nun allein. Was? Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Protego. Gebraucht. Aber gut. Ins Handy. Ein Wasserfall, ein See. Warte mal. Ich hätte doch diese Karte gefunden. War da nicht auch sowas drauf? Ich meine, ich hätte doch eine Karte gefunden. Wo ist die denn hin? Na gut. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jektor überraschend verlässlich. Ich will mich auch ein bisschen umgucken hier, ne? Oh, da hinten sind Zentauren. Nudelmuffs. Süß. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen.
genau wie Jektor es beschrieben hat. Intramuros. Okay. Das sieht nicht nach einer normalen Höhle aus. Hier draußen wird euch niemand hören. Randok wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Angriff! Man gibt plötzlich auf. Diese Anhänger werden Randok nichts mehr berichten. Nee. Mal sehen, wohin Jektor mich geführt hat. Okay. Crazy. Ich bin auf dem richtigen Weg. Jektors Grab heißt es jetzt einfach. Stimmt, das mit dem Stupor habe ich ganz vergessen, wenn ich gedrückt halte, ne? Habe ich eben ein paar Mal gemacht, aber unbeabsichtigt. Okay. Ach komm. Unsichtbare Wände, wirklich? Nein. Naja. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Dieser Tür zu tun haben. Incendio. Beeindruckend. Okay. Dorthin muss das alles führen. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Okay, das ist in der Tat ziemlich crazy hier. Gucken wir mal, wo was hinführt. Ne? Spinnen haben wir auf jeden Fall. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hier behelfen könnte? Ja, du, doch. Ich denke. Protego! Lumos! Reizt mich irgendwie ein bisschen da reinzugehen, ne? Die fasse ich nicht an. Igitt. Gut, ihr wisst doch, Leute, Hobbits gehen immer abseits der Wege. Äh,
dunkler, azurblauer Übermantel. Who is back with the Übermantel? Bangrang is back with the Übermantel. Den ziehen wir natürlich an. Das ist der Übermantel, Leute. Boah. 30, 30, 37. Legendär. Sieht auch sehr nice aus. Gut. Hat sich der Umweg ja gelohnt, ne? Okay. Aha. Da geht's richtig lang, also gehen wir hier lang. Ich vermute mal. Ob ich die Plattform irgendwie verschiebe? Da gehe ich jetzt stark von aus. Spiders on the wall. Was sind das hier für Räume, Alter? Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett. Klassischer Hexer. Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Okay, okay. Ich hab's gemerkt, ich habe wieder auf B gedrückt statt auf. Aber ich glaube, mein Zylinder muss weichen für den klassischen Hexenhut. Was sagt ihr? Ah, nee. Es ist noch nicht das Ende des Gentleman-Zauberers. Komm. Nicht für den Hut. Da muss noch was Besseres kommen als der Zylinder. Ach, ich habe gerade hier den legendären Übermantel gefunden. Da ziehe mir doch jetzt keinen königlichen Kastanienmantel an. Da ist nichts mehr, ne? Revelio. Oh, Pflanzen. Dipdarmblätter. Dipdarm. Dipdarm-Essenz ist immer sehr gut. Gegen Wunden. Wer weiß, wann ich das nochmal brauche. Okay. Die halt hebe ich mir noch ein bisschen auf, wenn da wieder so eine super krasse... Noch ein Rätsel. Wenn Jack Boys lösen konnte, kann ich das auch. Hä, was für Rätsel? Das ist doch genau das gleiche wie vorher. Ich mach hier... Incendio. Ja. Heißt nicht, Rätsel ist... Ah, da fehlt eine, ne? Ah, da oben das ist... Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Da nicht hin. Komm ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Ach, hier. Ach, ich glaube, es ist scheißegal, was für ein Zauber ich mache. Es ist irgendein Zauber. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss Feuer machen, aber es ist völlig ladder. Okay. Bemerkenswert. Aber noch einen großen Bogen laufen hier.
Revelio. Ja, da oben sind Spinnen. Na? Der Bußfertige kniet. Revelio. Er hochklettert? Ja. Ah. Er kniet vor seinem Gott. Entschuldigung, ich bin gerade bei Indiana Jones irgendwie. Ich denke die ganze Zeit daran, dass er seinen Kopf verloren hat. Da muss ich an. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Okay. Revelio. Was ist denn? Okay. Ja, da ist eine Spinne versteckt. Ach, hier. Gut, dass Jack dort da nicht runtergefallen ist. So. Ich glaube, ich muss da lang. Das heißt, wir gucken erstmal hier. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Macht's ein bisschen nervös, dass die Spinnen mich gar nicht angreifen. Ach hier! Incendio. Ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Oh oh. Incendio. Oh oh. Oh oh. Spinneier. Ach du Scheiße. Ich höre extrem dramatische Musik. Incendio. Ach hier. Potato. Oh, mein Hand schläft ein. So, Mann, oh Mann. Ich hatte gerade so umgehalten. Also nicht, weil das Spiel langweilig ist. Ungeöffnete Truhe. Schwarze Lederhandschuhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Ja, der war, glaube ich, gar nicht hier, wo wir sind, ne? Kommt mir so vor. Schwarze Lederhandschuhe. Ja, komm, ein bisschen stilvoll wieder. Die sind eher so ein bisschen kämpferischer. Aber die finde ich schon gut. Die sind auch stärker. Ja. Gut. Hä? Warte mal, da war noch was. Ach so, das waren die Dings, ne? Ich hatte irgendwas hier noch gefunden. Diesen Billigmantel hier. Tja, wer trägt denn den? Wenn er einen Übermantel hat, selbst Ratha ist neidisch auf diesen Mantel.
Ins Zentrum! Ich weiß nicht, ob das was bringt. Idiote! Dachte ich, vielleicht komme ich hier irgendwie noch durch. Revelio. Von der anderen Seite. Auf jeden Fall noch eine Riesenspinne. Ah! Aber ich habe jetzt meinen Multi gespart. Den hebe ich mir dann auf jeden Fall für die Riesenspinne auf. Das ist klar. Hä, die hatte ich schon offen, ne? Die Handschuhe drin. Da kam ich nicht durch. Revelio. Das ist eine Riesenhöhle, ey. Seltsam. Irrt wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Ich weiß, was kriegt, ich weiß nicht. Revelio. Okay, ja, ich bin gerade nicht ganz sicher, ob ich jetzt richtig oder falsch bin, oder ich will ja falsch sein aktuell, damit ich erst am Ende richtig bin. Gerade. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Die Krönwirtschaftsländer unter den Haupten. Oh boy. Okay. Dafür habe ich mein Multi gespart. Mach's gut, Monster. Easy. Seit Hector hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Okay, Okay, ist das letzte Rätsel. Ich gehe nochmal zurück. Nietenhandschuh. Scheint genauso stark zu sein. Behalte jetzt erstmal meinen. Malvenkraut. Oh, da oben war noch mehr Malvenkraut, oder? Alles Malvenkraut? Nee. Okay, wir gehen nochmal zurück
Denn da war noch eine Quest oder beziehungsweise ein Rätsel oder wie man es nennen möchte. Jedenfalls waren da noch so Brückenteile, die ich noch nicht zusammengefügt habe. Oh bitte, jetzt komme ich jetzt hier noch raus? Komme ich jetzt nicht mehr raus? Nein! Ach doch, okay. Dacht schon. Hier ist auch noch was. Das gehört zusammen. Okay. So, guck mal, da ist was, da ist was. Da oben ist das die Plattform dazu. Okay. Das wird funny. Unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Nee. Das ist wahr. Ich glaube, er ist eher so durchgerusht, ne? Okay, komm ich da rüber? Hm. Sehr gut. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Habe ich wieder keinen Platz mehr oder was? Das ist verkauft. Okay, ich glaube. Rebellion. Haben wir alles, ne? Gut. Ach, ich will mich cool abrollen. Kann er gar nicht. Gut. Then it's time. Komm ich hier durch? Das kann ich da nicht hochklettern. For the next step. So, da unten war schon mal einer. Da oben ist noch einer. Schauen wir uns mal um. Da ist einer. Da ist einer. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Mann, da sind Wachen.
Okay, Leute, machen wir mal schön Cliffhanger hier. Was mich auf der anderen Seite dieser Brücke erwartet, erfahrt ihr nächste Woche. Also abonniert den Kanal, seht euch alle Folgen an und kommt auch nächste Woche Samstag wieder vorbei, wenn es wieder heißt Bang Ring Zockt Hogwarts Legacy. Weil ich es kann, weil ich es kann, weil ich es kann, Bangarang Mann. Weil ich es kann, weil ich es kann.